Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Falls ihr heute zum ersten Mal eingeschaltet habt, mein Name ist Jenny und falls ihr wieder dabei seid, freue ich mich sehr, euch wiederzusehen. Heute zeige ich euch meine besten Unisex Oud Düfte aus meiner Kollektion. Ich werde ihn nach und nach euch vorstellen. Falls euch interessiert, bleibt bitte gerne bei mir. Ansonsten, wenn ihr noch nicht Teil unserer hier bestehenden kleinen Parfümfamilie seid, vielleicht überlegt ihr es euch und abonniert meinen Kanal. Mich würde sehr freuen, euch hier weiter zu begrüßen. Und ansonsten legen wir los mit der kleinen Haul. Ich habe sie in keiner bestimmten Reihenfolge geordnet. Ich zeige sie euch nach und nach, sage ein paar Worte dazu. Und ich denke, wir legen los mit dem ersten. Den ersten, den ich euch zeigen will, ist Rose Gold Oud von Tiziana Terenzi. Ein absoluter Unisex-Duft, Leute. Oud, Oud und Rose. Das Oud hier, sage ich direkt von Anfang, ist ein sehr umgängliches Oud. Es haut euch nicht um. Hier ist eher der die Rose der Hauptdarsteller des Duftes. Es ist blumig, holzig, orientalisch. Wir haben Bergamotte, Tanne, Brandglut, Sand, sehr viel Rose, Patchouli, schwarzer Pfeffer und der schwarze Pfeffer ist auf jeden Fall präsent. Das Oud ist sehr umgänglich. Es ist wirklich etwas, finde ich, auch für Oud-Einsteiger, weil es ist kein Overload von Oud. Es haut euch nicht um. Es ist wirklich ein sehr ruhiges Oud. Amber, viel Sandelholz, viel Moschus und eine kleine Portion Honig. Wobei den Honig finde ich hier nicht wirklich präsent. Er ist nicht süß. Im Gegenteil, er ist eher herb. Es ist eine herbe Rose. Es ist auch eine stechende Rose. Gerade im Opening ist es ein sehr stechender Geruch. Sogar etwas beißend in der Nase. Ich denke, das ist auf jeden Fall kein Blindkauf, Leute. Das ist etwas, was ihr probieren solltet. Auf jeden Fall, die Haltbarkeit ist nicht von diesem Planeten. Dieser Duft hält wirklich den ganzen Tag und darüber hinaus. Der ist wirklich Wahnsinn. Die Sillage ist auch sehr, sehr groß. Also wie von Tiziana Terenzi eigentlich auch gewohnt, ist auch der ein Biest. Absolut. Aber für mich absolut kein Blindkauf. Ich denke, für manche wird er vielleicht zu stechend, zu beißend sein. Das Oud hat hier auch nur eine Nebenrolle, keine Hauptrolle. Das solltet ihr wissen, wenn ihr euch diesen Duft zulegen wollt. Hier ist wirklich die Rose der Hauptdarsteller. Ich finde diesen Duft sehr unisex. Also der lehnt weder mehr zu Mann noch zu Frau, finde ich. Das ist absolut in der Mitte, für beide super tragbar. Und wie gesagt, für mich ein guter Einsteiger-Oud. Rose Gold Oud von Tiziana Terenzi. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist Byredo Accord Oud. Auch ein absoluter Unisex-Duft, Leute, einer meiner Lieblinge. Er ist würzig, holzig, orientalisch. Und hier ist auf jeden Fall das Oud mit dem Leder und dem Rum. Es hat Rum drin und Safran und das riecht man sehr, sehr raus. Es ist eine Mischung zwischen Safran, Rum, Oud und Leder. Wir haben sonst noch Brombeere, Salbei, Patchouli, Moschus. Alles in allem, ich finde den sehr unisex. Ich trage den allerdings sehr, sehr gerne. Also für mich liegt der absolut dazwischen. Das ist von Männern und Frauen gleichermaßen super tragbar. Er hat eine mega Sillage, Leute. Da habt ihr wirklich eine Wolke um euch herum. Der Oud ist hier ein bisschen, würde ich sagen, stärker präsent als beim Rose Gold Oud von Tiziana Terenzi, aber immer noch umgänglich. Die Rumnote mit dem Safran zusammen, denke ich, ist auch eher etwas zum Probieren, bevor man es kauft. Die Haltbarkeit ist bei mir so zwischen 6 bis 8 Stunden, je nachdem, wie viel ich sprühe, aber er ist sehr gut haltbar. An der Kleidung hält er deutlich länger. Ich finde ihn elegant, ich finde ihn sexy. Das Leder gibt ihm diesen sexy Touch. Für mich einer der schönsten Byredo-Düfte, die ich habe. Accord Oud, ich finde ihn ganz toll und auf jeden Fall probieren. Aber auch für die Oud-Einsteiger, die ein bisschen so die lederige Note, die ist nicht sehr präsent, aber sie gibt ihm den sexy Touch mit dem Rum zusammen. Ich finde, ganz, ganz toller Duft. Accord Oud von Byredo. Den nächsten habt ihr schon sehr oft bei mir auf dem Kanal gesehen. Und natürlich muss er auch heute hier mit rein. Shagaf Oud von Swiss Arabian.
Die meisten von euch kennen ihn. Es ist ein süßer Orientaler. Wir haben Safran, Rose, Oud, Praline, Vanille und Oud. Das ist wirklich ein Duft, der springt euch an. Es ist ein sehr großer Orientaler. Der Oud hier ist mega präsent. Wie gesagt, es ist in your face. Das ist ein Parfüm, das muss man sich trauen zu tragen. Ich kenne viele in meiner Umgebung, denen ist er zu viel. Mein Mann und ich lieben ihn, wir tragen ihn beide. Aber man braucht ein gewisses Selbstbewusstsein, um damit wirklich umgehen zu können, würde ich sagen. Das ist kein zurückhaltender Duft. Das ist wirklich in your face, hier bin ich. Und er ist wirklich sehr orientalisch. Für viele ist er ein bisschen zu orientalisch. Ich liebe ihn. Für mich absolut ein, ja, Oud-Bouquet-Bruder, würde ich sagen. Für mich riechen sie nicht gleich. Ich weiß, diese Diskussionen kommen immer wieder auf. Riecht er wie Oud-Bouquet? Für meine Nase nicht. Oud-Bouquet wird gleich hinterher kommen in meiner Haul. Und trotzdem, finde ich, sind sie nicht gleich. Chagaf-Oud ist weniger ausbalanciert und Chagaf-Oud, finde ich, lehnt ein bisschen mehr auf der männlichen Seite. Er ist total unisex. Viele Frauen tragen ihn, ich inklusive. Und trotzdem, wenn ihr mich fragt, würde ich das Oud-Bouquet eher der Frau empfehlen und das Chagaf-Oud eher den Männern empfehlen. Das ist jetzt einfach nur meine eigene Meinung, also steinigt mich jetzt bitte nicht. Für die Frauen, die nur Chagaf-Oud benutzen, benutzt es weiter. Ich benutze es ja auch. Trotzdem, das ist so meine Meinung, die würde ich eher, den Chagaf-Oud würde ich eher dem Mann empfehlen, weil er einfach potenter ist, weil er arroganter ist und extravaganter, und ich sehe hier eher einen Mann, wenn ich ihn rieche, so den ersten Moment. Aber trotzdem, absoluter Unisex-Duft, Sillage, wohnungsfüllend. Leute, damit aufpassen, wenn ihr damit übersprüht, er riecht den ganzen Tag, tagelang. Also den kriegt man nicht ab. Mit Duschen, mit Baden, ganz egal. Preis-Leistungs-Verhältnis hier für mich unschlagbar. Absolute Kaufempfehlung von mir, Chagaf-Oud von Swiss Arabian. Und wie eben gerade schon erwähnt, natürlich Maison Lancôme Oud Bouquet, die große Schwester von Chagaf-Oud Swiss Arabian. Das ist für mich die ausbalanciertere, etwas weiblichere Form von Chagaf-Oud. Er ist süß-orientalisch mit Safran, Rose, Oud, Vanille und Praline. Ja, natürlich, die ähneln sich wahnsinnig, aber der hier ist einfach weiblicher. Er ist dezenter, er ist zurückhaltender. Wie gesagt, er ist für mich ein bisschen sinnlicher. Er ist nicht so schreiend, er ist nicht in your face. Das Oud hier ist ein bisschen ruhiger. Beim Chagaf-Oud ist es deutlich schreiender. Hier ist es wirklich, wie gesagt, edler, femininer, ausbalancierter. Ich kriege hier auch mehr Rose. Und alles in allem würde ich den Oud-Bouquet eher der Frau empfehlen, die ein bisschen auf die eleganteren Düfte steht. Und das Chagaf-Oud ist für mich eher auf der männlichen Seite. Aber trotzdem, die sind beide unisex. Auch das Oud-Bouquet ist super tragbar für Männer, um Gottes Willen. Aber wenn ihr mich jetzt so fragt, in erster Linie, das ist meine Empfehlung für die Frau. Die Sillage hier und die Haltbarkeit sind genauso bombastisch. Also wirklich wohnungsfüllend und über Tage haltbar. Maison Lancôme, Oud Bouquet, für mich ein Klassiker, der nie aus der Mode kommt. Und wenn ihr wirklich noch gar nichts mit Oud zu tun habt, das Oud Bouquet würde ich empfehlen, wirklich als so ein Oud-Einsteigerduft für die Frau. Wenn ihr Rose liebt und wenn ihr Oud probieren wollt und auf süße Orientaler steht, Oud Bouquet Maison Lancôme. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist Tom Ford's Oud Wood. Einer meiner Lieblinge für die Männer, muss ich sagen. Das benutzt mein Mann und ich liebe es an ihm. Leute, es ist holzig, würzig, männlich, Testosteronbombe für mich. Ich weiß, es ist ein Unisex-Duft, aber wenn ich diesen Duft rieche, sehe ich einen richtig sexy James Bond oder auch, ich weiß nicht, ein Mann im Wald, der Holz hackt mit nacktem Oberkörper, dieses Bild. Ich weiß, ich frage mich nicht warum, aber das ist das, was ich sehe. Er ist edel, er ist sexy, er ist arrogant.
Das ist was fürs Büro, das ist Chef-Style, das ist schwarzer Anzug mit Fliege, Smoking, kann aber auch Jeans mit Lederjacke sein. Ich liebe den einfach. Wir haben Oud, wir haben Rosenholz, Kardamom, Sandelholz, Vetiver, Tonkabohne und Amber. Also der ist sexy. Wenn mein Mann den trägt, ich weiß nicht, der haut mich um. Ich liebe diesen Duft. Ich finde ihn, wie gesagt, mega, mega anziehend, weil er auf mich sehr männlich wirkt. Sehr männlich, sehr elegant. Und ja, Mann in einer Flasche. Für mich einfach nur der Mega-Duft. Die Sillage ist wundervoll. Die Haltbarkeit könnte ein bisschen besser sein, aber trotzdem 8 bis 10 Stunden nehme ich ihn an meinem Mann auf jeden Fall wahr. Er wird nach und nach so ein bisschen eher näher zur Haut und strahlt nicht mehr ganz so, aber der ist so gut, dass ich sagen muss, er ist einfach perfekt. Oud Wood von Tom Ford, ihr Männer da draußen, meine absolute Empfehlung, die Frauen lieben den. Das kann ich euch nur sagen. Das ist für mich Testosteron-Männlichkeit in einer Flasche. Oud Wood, Tom Ford. Den nächsten, den ich euch zeigen möchte, ist Initios Oud for Greatness. Ach, diese Flasche ist so toll. Ich weiß, es nervt langsam, aber sie ist einfach nur toll. Das ist etwas holzig, würzig. Es ist ein Lavendelparfüm mit Safran, Muskat, sehr viel Oud, Patchouli und Moschus. Das Oud ist aber hier auch sehr umgänglich. Leute, es ist, obwohl es Oud for Greatness heißt, ist Oud nicht der Hauptdarsteller. Es ist eher der Safran mit dem Lavendel und dem Muskat, sehr viel Patchouli, absoluter Unisex-Duft. Ich nutze ihn auch, ich finde ihn sehr sexy. Er gibt mir auch ein Vibe von Arroganz, Extravaganz. Wenn ich diesen Duft trage, fühle ich mich wirklich, ja, ich habe Selbstbewusstsein. Er gibt mir wirklich so dieses Gefühl, heute schaffst du alles. Heute bist du echt extravagant, edel, cool. Ich sehe auch Lederklamotte. Ich sehe, keine Ahnung, also wirklich ein Selbstbewusstseins-Cheftyp irgendwo im Büro, gut angezogen, mit Stil. Der hat eine mega Performance. Die Sillage ist wunderschön. Ihr habt eine richtig schöne, aber dezente Wolke um euch rum. Die Haltbarkeit so etwa um die 10 Stunden. Aber der ist einfach nur mega, Leute. Er ist einzigartig. Er ist mit keinem Duft zu vergleichen, finde ich. Ich finde, das ist ein Crowdpleaser. Für Männer und für Frauen, für die eine oder andere Frau wird er wahrscheinlich ein bisschen zu männlich sein. Für mich ist er gerade noch gut und er gibt mir diesen Hauch von Selbstbewusstsein. Ich kann euch nicht sagen, warum, aber es ist einfach so. Ich liebe ihn und für die Männer da draußen absolute Kaufempfehlung. Initio von Oud for Greatness von Initio. Probiert ihn auf jeden Fall aus. Ein toller, toller Duft. Und last, but definitely not least, Leute, für mich der beste Oud, den es da draußen gibt. Ich habe keinen besseren und habe bisher keinen besseren Rosen-Oud gerochen. Und zwar ist das Le Sable Rose von Louis Vuitton. Leute, der kann mit Roya-Düften mithalten. Und zwar locker. Der ist so wahnsinnig gut. Das ist ein blumig-würziger Orientaler. Diese Kombi-Rose-Oud kennen wir, haben wir schon 1000 Mal gesehen, aber nicht so wie hier. Der hier ist außergewöhnlich gut, absolut unisex. Also auch ihr Männer da draußen, für euch absolute Kaufempfehlung. Das ist ein mega toller Rose, Oud, Ambra, schwarzer Pfeffer, viel Safran. Und es ist meiner, ich nutze ihn. Es ist einer meiner Signature Scents. Ich habe keinen Signature Scent, aber es ist einer derer, die ich nehme. Wenn mir nach Oud Parfums ist, Le Sable Rose ist immer meine Wahl. Der ist elegant, der ist sexy, der ist sowas von in der Mitte unisex. Der hat überhaupt kein Geschlecht. Der riecht an beiden mega. Die Haltbarkeit ist über Tage. Leute, die Sillage ist monstermäßig. Ich kann euch nur sagen, für das, was er kostet und wie er performt, ist es für mich einer der besten Rose-Oud-Düfte und für mich aus der Hall heute der allerschönste, allerbeste mit der besten Performance.
Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihm ist es jeden Cent wert. Ich empfehle euch den, wenn ihr den noch nicht probiert habt, Le Sable Rose. Probiert ihn auf jeden Fall aus. Ein ganz, ganz, ganz toller Duft. Leute, das waren meine Oud-Düfte, Unisex-Düfte. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ist euer Lieblings-Oud-Duft? Welchen würdet ihr mir noch empfehlen oder welchen tragt ihr am liebsten? Ich lese alles gerne und antworte euch auch gerne. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in einer meiner nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!